So, Hallöchen. Es ist Ende Mai 2022. Ich habe mir vor einem Jahr die YZF R3 RH12 gekauft und hatte damals ganz, ganz viele Fragen zu dem Schätzchen. Beim Händler braucht man sowas nicht fragen. Die Leute sagen einfach nur, ja, ist geil, läuft. Ich werde einige Fragen, die ich hatte, einfach mal beantworten, weil es dazu keine Videos gibt. Und fang mal an. Gut, Kosten, Steuern habe ich gerade nachgeguckt, im Jahr 23 Euro. 23 Euro Steuern. Dann Versicherung. Ich zahle in der Teilkasko mit Haftpflicht ohne Selbstbeteiligung 105 Euro. Ich habe den Führerschein aber schon über 20 Jahre und fahre seit über 20 Jahren unfallfrei. Also mein Führerschein für diese Maschinen habe ich 96 gemacht und für die großen Maschinen 98. Jetzt fragt sich natürlich ein jeder, warum kauft er sich so ein Ding? Weil ich 20 Jahre nicht gefahren bin. Ich habe damals meine ZX7R verkauft, weil die Kinder kamen, Kinder aus dem Haus, 125er Schüsseln aus dem Haus, Simson ist zwar noch da, dauernd stehen geblieben, zackabum, irgendwann R3 gekauft im April 21. Gut, was haben wir noch? Weitere Kosten, die mich interessierten. Also du musst alle 5000 Kilometer musst du zum Öl wechseln. Mit der Maschine. Egal, was der Händler sagt, im Handbuch steht alle 5000. Tausende Inspektion musst du machen, habe ich bezahlt 160 Euro, glaube ich. Ölwechsel zahle ich so um die 120 Euro, da kommt 2,1 Liter, soweit ich weiß, rein. Alle 5000 und dann im 10.000er Rhythmus immer schön zur Inspektion. Also das heißt, du musst 1000, 6000, 11.000 und dann immer so weiter zum Ölwechsel. Definitiv ganz, ganz, ganz wichtig, da die Bude relativ hoch dreht. Verbrauch, ja, das ist so ein Thema. Ich habe in einem Videobeitrag gesehen, dass die 4,5 Liter verbraucht haben. Da frage ich mich ganz ehrlich, wie haben die das gemacht? Ich habe verbraucht, wenn ich normal zur Arbeit fahre, ich fahre extrem viel zur Arbeit. Ich bin jetzt in dem Jahr 7000 Kilometer mit dem Ding gefahren. Unter anderem auch eine Harztour etc. Also ich habe verbraucht, wenn ich zur Arbeit fahre, 2,9 Liter. Als ich in den Harz gefahren bin, das sind 300 Kilometer hin, 100 Kilometer im Harz rumgegurkt, 300 Kilometer zurück. 3,1 Liter habe ich verbraucht. Warum? Weil ich das Ding voll auf Hartgas gefahren habe. Sprich, das heißt, ich hatte Reisegeschwindigkeiten selten unter 160. Dementsprechend 3,1 Liter. Wir haben das anhand der Anzeige einmal gesehen und ich habe es dann auch noch mit den Tankquittungen einfach mal gegengerechnet. Gut, Reifen. Reifen kostet ein neuer ab 80 Euro bis 150, 160. Kann man ausgeben, muss man aber nicht. Dimension ist drauf. 140 70 R17. Und bei der Maschine waren drauf die Dunlop, ich muss mal gucken, Sportmax GPR 300, genau. Ja, Änderung, was habe ich geändert? Sie kommt ja natürlich als Supersportler her. Ich fand als allererstes die Scheibe ganz, ganz, ganz schwierig. Windschutz ab 80, ganz schlimm. Ich habe von MRA mir eine etwas höhere Scheibe gegönnt, natürlich gleich in Schwarz. Genau. Dann habe ich zugesehen, dass ich diese unsäglichen Kupplungs- und Bremshebel loswerde, weil die sind einstellbar. Gut, stört euch ruhig an der Farbe, ist mir ziemlich egal. Hat die Frau ausgesucht, musste. Na, finde ich besser, sind voll einstellbar und haben eine KBA-Nummer. Ganz, ganz wichtig, auch die Dingsda hat eine ABE. Griffe, na, auch geändert. Was habe ich noch geändert? Ich habe Bobbins drauf, weil im Winter das Ding vorne und hinten aufgebockt steht, so dass die Räder in der Luft sind. Ja, dann habe ich geändert die Blinker. Na, da waren ja so klobige Dinger dran. Jetzt habe ich kleine, feine LED-Blinker als Voll-LED. Und hinten natürlich auch. Und ich habe geändert auf jeden Fall den Auspuff. Das ist ein Neve Titanium Double Gun.
hat eine ABE. Im Netz wird immer gesagt, es wird nicht viel lauter. Doch wird es. Ich habe sonst den Auspuff bei 60 nicht mehr gehört, den Originalauspuff. Den höre ich bei 110 oder 120 immer noch. Na, und der ist im unteren Bereich wesentlich tiefer und liefert auch ab und an mal eben diese Fehlzündung mit. Ne? Ist manchmal ganz schön und du wirst natürlich recht schnell als größeres Motorrad dann erkannt. Es ist, finde ich, vom Fahrgefühl immer sehr, sehr schön, wenn Leute von hinten kommen. Sie denken immer, du bist mit einer 125er unterwegs und dann ziehst du sie ordentlich ab. Auch auf der Autobahn denken sie alle bei 130 Schluss und dann fährst du dann bis 180 mit. Gut, bei 180 möchte ich nicht in dem Nebenfahrzeug sein, was man überholt. Das ist dann schon etwas böser, glaube ich. Die Blinker können nicht einfach so ausgetauscht werden. Da müssen Widerstände eingebaut werden, die relativ heiß werden. Im Internet gibt es einige Montageanleitungen, entsprechen nicht ganz so den Verkabelungen, wie man es denkt. Es ist aber alles kein Hexenwerk. Selbst ich, der noch nie was mit Elektronik großartig zu tun hatte, hat es hingekriegt. Einen Nachmittag, dann waren die Dinger dran. Für die vorderen Blinker Verkleidung abbauen. Yo. Dann natürlich Kennzeichenhalter verkürzt. Na? Ich will jetzt mein Kennzeichen hier nicht zeigen. Ja, Kennzeichenhalter verkürzt, auf den richtigen Winkel eingestellt, damit die Rennleitung keine Probleme macht. Alles gut soweit. Was kommt noch? Ich habe bestellt eine Abdeckung, dann fliegt der weg, plus die Fußrasten gehen dann weg. Dann habe ich keine Probleme. Zuladung ist bei maximal 160 Kilo laut der Anleitung. Sprich, das heißt, seid ihr beide jeweils 80 Kilo schwer, wird das nichts, weil ihr habt noch eure Klamotten da oben drauf plus Helm plus Kombi. Dann seid ihr irgendwas bei jeder mindestens 90 Kilo und dann überladet ihr die Kiste. Reisen, Thema Reisen, ja. Kann man? Wie gesagt, 300 Kilometer hin in den Harz, 100 Kilometer rumballern, 300 Kilometer zurück. Ich brauchte danach 2 Tage Erholung, muss man ganz klar sagen. Mir taten die Hände weh wie die Sau, aber nicht vom Abstützen, sondern einfach vom Gas geben. Der Gasgriff, der dreht sich ewig und 3 Tage. Wenn man hier dran dreht, ist noch nicht zu Ende. Ne? Das ist dann schon ein großer Weg, ne? Wenn man das dann so macht. Und dann ist man hier noch nicht zu Ende und dann geht es noch ein Stück weiter. Ja, das ist das. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ich werde, denke ich, fast jede Frage beantworten. Ja, ich werde sie noch ein wenig behalten, vielleicht im nächsten Jahr ersetzen, weiß ich noch nicht. Ich muss es mal schauen, weil die Haltungskosten sind ja doch Wahnsinn. Okay, im Nachgang, ach ja, das ist ein Lauflichtblinker, das habe ich noch vergessen, ich habe den Schlüssel jetzt gerade nicht dabei. Na? Farbe kann man sich auch streiten, gab aber zu der Zeit nichts anderes und es gibt momentan sowieso so gut wie keine Motorräder auf dem Markt. Wenn man eine R3 kaufen will, ist das schon eine ganz schwierige Nummer. In Zahlungnahmen beim Händler sind mittlerweile so, dass man dort mehr kriegt, als man bezahlt hat. Im Großen und Ganzen Fazit, ich finde sie sehr, 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 sehr gut für Wiedereinsteiger oder Anfänger. Sie überfordert nicht. Die Bremse muss man ein bisschen sich drauf einlassen. Sie ist nicht so bretthart, dass man da auf die Fresse fliegt mit. Aber man muss, bin ich der Meinung, nur vorne bremsen, das reicht nicht, weil die dann doch etwas zu schwach wirkt. Na, also du musst schon beide Bremsen dann benutzen. Ja, ansonsten macht es sehr viel Spaß. Sie kippt unwahrscheinlich schnell in den Kurven. Es ist schon wirklich krass. Gut. Ja, ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Das waren so die Fragen, die ich hatte damals. Was kostet das Ding? Konnte keiner beantworten. Händler sagt aber nur, damit du es ja auf jeden Fall kaufst. Weiß nicht wirklich viel. Und ja, bis dahin, die linke Hand zum Gruß und fahrt vorsichtig.